Und all diese Fragen wollen wir jetzt mit ZIP-Wissenschaftschef Günther Meyer besprechen, der uns seit einem Jahr erklärend durch diese Krise begleitet. Guten Abend. Guten Abend. Ja, Herr Meyer, die Verunsicherung, die ist wirklich groß, vor allem bei jenen, die ja schon bald mit AstraZeneca geimpft werden sollen. Wir haben es auch gehört. Jetzt tagt derzeit noch das nationale Impfgremium. Also als Laie ist man hin und her gerissen. Was tun, wenn ich zum Beispiel morgen einen Impftermin habe? Ich würde meinen wahrnehmen. Schlussendlich ist das immer eine Wahrscheinlichkeitsrechnung, die man anstellen muss. Und wenn wir hier von einigen wenigen Fällen bei zig Millionen geimpften Menschen sprechen, dann ist einfach die Wahrscheinlichkeit verschwindend gering, dass irgendetwas sein könnte. Selbstverständlich ist das alles ernst zu nehmen. Und deswegen sind die Behörden hier auch tätig geworden. Schlussendlich zeigen aber auch die Beispiele aus Großbritannien zum Beispiel, dass das Ganze doch sehr sicher ist. Hier bemühen auch die britischen Behörden immer wieder Vergleiche. Sie sagen, wir haben 125.000 Menschen verloren, 28 Tage nach dem Befund mit Covid-19. Wir wissen auch, dass Covid-19 wesentlich mehr dieser Blutgerinnsel und dieser Gerinnungsstörungen auslöst, als es die Impfung theoretisch tun kann. Es gibt nach wie vor auch noch keinen gesicherten Zusammenhang zwischen diesem Impfstoff und solchen Vorfällen. Das muss ja schlussendlich auch noch alles geprüft werden. Und deshalb ist meiner Meinung nach es klar anzuraten, impfen zu gehen. Wenn man nur denkt, einen Beipackzettel von einem Medikament, was alles sein könnte. Also ein gewisses Restrisiko wird in der Medizin bleiben und so ist es auch bei diesem Impfstoff. Beipackzettel, die wir jahrzehntelang nicht genau gelesen haben. Jetzt verfolgen wir alle natürlich jeden Fall mit. Die EMA, die Europäische Arzneimittelbehörde, hat diese Impfstoffe, diese vier, auch AstraZeneca, ja zugelassen. Drei weitere gibt es. In Österreich wird BioNTech, Pfizer und auch Moderna verimpft. Wie schaut es denn da mit den Nebenwirkungen aus? Oder wurde darauf einfach nicht so ein Augenmerk gelegt? Es wurde erhebliches Augenmerk darauf gelegt, wenn wir zum Beispiel nach Großbritannien sehen. Dort hat man ganz genau ausgewertet, zum Beispiel, was ist mit Pfizer bei den Nebenwirkungen, was ist bei AstraZeneca mit den Nebenwirkungen. Das ähnelt sich sehr. Und wenn wir jetzt auf zum Beispiel diese Nebenwirkung eingehen, auf diese Thrombose im Gehirn, wo ja von deutscher Seite jetzt ein bisschen moniert wurde, in England hätte man das gar nicht überprüft. Das stimmt so nicht. In Großbritannien hat es jetzt bei AstraZeneca, bei 20 Millionen, muss man sagen, Impfungen, drei Fälle von solchen Thrombosen gegeben und bei Pfizer einen Fall. Und das ist eindeutig unter Schnitt auch. Also die Nebenwirkungen wurden sehr wohl auch überprüft. Und bei den englischen Behörden zum Beispiel, das sind 63 Seiten Dokumente, die jede Kleinigkeit, zum Beispiel auch nur trockenen Mund oder anderes, ganz genau dokumentieren. Und hier wird wirklich sehr genau darauf geachtet. Hier gibt es auch ein System zum Beispiel, wo es eine gelbe Karte gibt, wo einfach Nebenwirkungen gemeldet sind. Das sind zigtausende. Und dennoch hat man noch keinen Zusammenhang jetzt gefunden zwischen den Impfungen und solchen Nebenwirkungen. Aber dokumentiert sind sie ganz genau. Sie werden aber noch einmal überprüft von der Europäischen Arzneimittelbehörde, die am Donnerstag eine Entscheidung bekannt geben will. Deren Direktorin hat schon heute gesagt, sie ist aber vom Nutzen überzeugt. Jetzt heißt es immer mit dem Blick auf die Statistik, der Nutzen sei größer als das Risiko. Was heißt das ganz konkret in der Praxis? Es ist natürlich für manche Menschen eine zynische Rechnung, wenn man so will, dass man sagt, ja, vergleicht es doch einmal, wie viel durch Covid-19 sterben würden und vielleicht wie viel theoretisch durch eine Impfung sterben würden. Aber ein Gesundheitssystem muss einfach so rechnen, weil eben die Folgekosten von einer Erkrankung, die man aber über eine Impfung verhindern kann, eben enorm sind. Und weil es auch wesentlich mehr Todesfälle geben wird, das ist in der letzten Vergangenheit deutlich bewiesen worden, dass hier eben die Wirkung einfach das Risiko bei weitem übertrifft. Und selbst wenn es solche Einzelfälle geben sollte, das klingt zynisch für Menschen, aber die Medizin rechnet so, wie viele Menschen können wir das Überleben sichern mit einem gewissen Risiko und wo ist das Risiko größer? Und das ist hier in einem Ausmaß auseinander, dass die Impfung so viel mehr Leben rettet, als sie theoretisch gefährden kann, dass es eigentlich nur eine Entscheidung für die Impfung geben kann für eine Behörde. Das ist für den Einzelnen, den es betrifft, und für Menschen, die Angst davor haben, selbstverständlich ein schwacher Trost. Aber eine Gesellschaft muss wohl leider so rechnen. Die Impfung ist trotz allem die nachhaltigste Lösung. Jetzt ist es aber nicht das einzige Problem, das derzeit Österreich hat. Wir wissen, in den letzten Tagen hat es öffentliche, Schuldzuweisungen über Versäumnisse, über Fehler gegeben. Ist dieses Versprechen eigentlich der Politik, dass jeder bis zum Sommer, der will,
der auch dann tatsächlich geimpft wird? Ist das überhaupt noch einzuhalten? Also wenn jetzt AstraZeneca theoretisch gestoppt würde, dieses Impfprogramm, dann wird es in der Tat sehr, sehr schwierig, weil man alles einmal neu umberechnen muss, weil man das neu verteilen muss. Dieser Impfstoff ist ja gerade deswegen auch ausgewählt worden, weil er in der Logistik so praktikabel ist, weil man ihn nicht so tief kühlen muss, weil er nicht so transportempfindlich ist, also auf Erschütterungen, was bei den anderen mRNA-Impfstoffen sehr wohl so ist. Und das ist in dem Fall sozusagen ein Arbeitspferd für so einen Impfplan. Und wenn das natürlich ausfällt, dann müsste man komplett neu rechnen. Und wir wissen, es gibt auch bei den Lieferungen Probleme. Also das würde schon eine große Herausforderung werden, diesen Plan noch einzuhalten. Es wird momentan schon gesagt, es wäre möglich. Aber das sehen viele, die mit der Verteilung zu tun haben, durchaus kritisch. Günter Meyer, ich danke für Ihre Einordnungen. Gerne.